Immer auf den letzten Drücker. Ein Sieg heute. Und Stoes Abfahrt. Und das Spiel läuft. Komm gleich mit dem Bl. Nun Balotelli. Nee, so nicht. Komm gleich weiter. Nein. Podolski. Das sollte so nicht kommen. Man gutes Auge in dieser anders, Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Ja, Podolski. Vorteil. Podolski. Komm, Alter! Oh, nein! Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Absturz, ja, nicht Abstoß. Abstoß, Absturz. Ein guter Torwart ist eine Menge wert. Naja. Ball vergessen, Junge. Bamba. Bamba habe ich auch. Nun Sven Bender. War klar, dass der nicht durch. Und er hat den Ball. Mal riskant hier zum Torwart. Oh, ist zu lahm. Nein. Bamba. Da kann er sich den Ball holen. Kommt aber nicht wirklich vor. Kein Scheiß hier. Ah. Nein. So ein Blödpass. Den Ball holt er sich. Nun Balotelli. Wirklich gut spielen kann er anscheinend nicht. Oh, oh, ich halte mein Maul. Schuss. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Ah, Spiel in die Hacken. Meine Schenke Fresse, ey. Wer ist gesünder? Gutes Tackling. Fair gemacht und er hat den Ball. Komm, der hat zwar gute Spieler, aber mehr kann aber nix. Ja, komm, durch da. Oh. Da reichen mahnende Worte. Wie mahnende Worte? Kartemann. Ja, Freistoß vorwärts eh wieder nix. Er hält den Ball fest nach diesem Freistoß. Freestoß. Ah, schade. Den kriege ich direkt. Direkt nicht gekriegt. Er ist nicht so passiv. Und weil er kann überhaupt eigentlich nicht so gut spielen. Generell. Podolski. Immer. So. Podolski. Ja, komm. Hat er sich wieder Ballbesitz verdaddelt. Ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Ein Künstler. Wäre zu. Winnetou. Da passt er auf und geht dazwischen. Ja, er kommt nicht nach vorn. Ist aber auch ganz gut so. Podolski. Ja, ich wusste. Es wird nichts. Nur mal einen neuen Anlauf nehmen. Guten Pass, Doppelpass und. Er verlucht! Ach, Mann! Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Ach, da ist doch keiner, Mensch. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Ach! Nein, ey, und jetzt habe ich keine Abwehr mehr. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ja, jetzt macht er 1-0. Balotelli. Wie hol ist er denn? Zeit zum Nachdenken. Wohl zu viel Zeit, Buschi. Ja, das scheint so, Wolf. Er hatte da mehrere Optionen, aber wählt am Ende die falsche. Der Ball geht klar vorbei. Der hätte einen Steilpass ins Tor machen können, theoretisch. Der hat echt nur gute Spieler, aber hat nichts drauf. Überhaupt nichts. Podolski. Nicht hauen. Dem hier bei. So hält man den Ball. Nice, durchgeballert. Fantastisch. Und jetzt die Schieß! Ich hab die Schusstaste nicht gedrückt. Er trifft den Pfosten. Du Pfosten, Mann. Komm jetzt. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Oh. Das war jetzt wieder coole Action. Vorland. Nee, da ist im Weg. Der andere blockt ab. Klasse, aufgepasst. Der geblockt nicht wirklich, aber. Ghulam. Ghulam? Hammer on. Sanftes Aufbauspiel. Der macht doch keinen. Ich wollte gerade sagen, er macht keinen Angriff. Macht er doch. Mario Balotelli jetzt. Der Steilpass war eine gute Idee, aber hier war er nicht genau genug. Das wäre nix. Ja. Wenn man schon, während man die Taste drückt, weiß, das wäre nix. Das ist jetzt mit Absicht gemacht. Schon wieder. Er trifft die Latte mit diesem Schuss. No way. Smalling. Ey, hätte schon so gut Dinger reinballern können, aber wichtig, nö. Dass er hier an den Ball macht kommt. Er nicht.
Podolski. Oh, ich dachte, er läuft weiter, bin ich stehen geblieben. Egal, Winnetou hat Ball verloren. So, jetzt. Schöner Pass. Und das gibt Abstoß. Wir haben seine Spieler alle krumme Füße. Was für ein Ding, Buschi. Der Ball geht ans Gestänge. Da wäre er ans Gestänge. Ja, das hat er noch nicht Riesenglück. Ach, nee, nicht passen. Scheiße. So, joa, besser geht's. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ball ist laufen, Abstoß. Es gibt Abstoß. Absturz, ja. Das Ding hat er super gehalten. Wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Boah, das war nicht einfach. Klasse, wie der Keeper da reagiert. Jetzt kommt es. Nein! Schöner Zweikampf. Und Balotelli. Nein, ey, die Abwehr ist auch wieder für ein... Macht er ihn! Na, den Ball hat er! Ah, sein Spiel war... Oh, hat ihn weggeboxt. Nice. Nattere. Schnellere. Ach ja, der hat ja neu gekauft. Podolski. Nee, Vorteil hier. Nix. Mario Gomez am Ball. Ah! Und den Ball hat er sich geholt. Muss auch wieder sicherer im Passen spielen. Nicht so... Abfuck. Da wird unter Druck gesetzt. Was? Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Oh, der Schiedsrichter ist eine Pfeife. Enges Ding, ein guter Freistoß. Und das aus der Distanz. Nicht schlecht. Oh. Jetzt habe ich die Vision. Bin ich eigentlich 6? Ganz wichtig. Er hält den Ball das fest. War auch wichtig. Ja, laufen wir nicht vor die Füße. Und mal langsam, kein Sprint, einfach mal so ganz gediegen. Podolski. Füße? Seine Torchance. Da nein, er hat Krampf bekommen, du Dumme. Oh, direkt vorm Tor kriegst du einen Krampf, das fällt dir ja super ein. Alter. Oh, oh. Es gibt Ecke. Was war der Ecke? Achso. Auf der Linie gerettet. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Ach ja. Nicht cool. Ey, zweite Halbzeit müssen wir aber ein bisschen. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0 zu 0. Ich bin gespannt, ob ihr ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Für die medizinische Abteilung war es ein arbeitsintensiver. Wechseln wir? Ja. Anstoß! Verträge und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Jungs, so schwer sind, den Ball wegzunehmen. Schubs ihn, beiß ihn, irgendwas. Ihr habt den Ball. Jetzt kommt die Grätsche. Sie trainieren ja, 100 viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch. Oh Mann, Mann, Mann. Große Klasse. Ist die überhaupt so weit durchgekommen? Nehmen wir bei. Schon wieder Spieler wechseln. Öl. Ah, ja, schön. Komm, er schießt seinen eigenen Macker an. Da war der Spieler durch. Der Spieler ist auch durch. Schön. Und nun Gomez. Ey, wo hat er denn hingeköpft? Ein Eierkopf oder was? Ne? Öl. Das war grenzwertig. Da geht er vorbei. Und jetzt die Chance. Immer noch nicht drin, das Ding, Alter. Das wird einen Eckball geben. Oh, komm, Eckball reinhauen. Das wäre jetzt was. Ein verkrampftes Game. Ja, schaut gut aus. Und, da geht er runter und kann den jetzt! Da kommt der Schuss und wieder rettet er. Und er bewahrt sie hier vor dem Rückstand. Das ist doch... So wechselt er jetzt, oder was?
Und bin ich auf Start gekommen? Nein, eher. Ja, muss das jetzt ausnutzen hier 30 Sekunden oder was? Jetzt in der Typ. Komm, ey, hör doch mal auf mit Pause hier. Klasse Parade. Ja. Der hat nur Glück. Er schmeißt. Sehr gut, der Ball auch weil er wechseln will, wahrscheinlich, ne? Schmeißt er uns aus, oder? Nee. Bamba. Nein, da steht doch einer. Korea. Komm ran da, das ist zu lahm. Jetzt kommt der zweite und. Jetzt voran. Oh, ich vorlegen müssen. Und dann ist der Meister im Ball verlieren, deswegen. Lindelbaum ist der auch Meister. Kürzer am Ball. Nee, ja, er hat den Ball. Er macht WWE. Cengi Sünder. Das wäre ein Ding, wenn er das Match noch gewinnt. Ich dagegen. Oh, guck mal, wie sie. Was für ein Stellungsspiel. Korea. Oh. Ich würde sagen, passt doch gleich zum Gegner. Was ist er? Passt zum Gegner. Balotelli. Nee. Nee. Das gilt nicht. Jetzt kriegt er doch ein Tor rein. Oh. Also spielt wie eine dumme Sau und dann kriegt er wieder so ein Pussy-Tor. 100% richtig, Wolf, ein Traumtor. Kurze Distanz, das war doch nicht allzu schwierig. Das erste Tor ist gefallen, überfällig, ja. Muss man sagen. Motivation Monday ist wieder im Arsch. Abzusehen. Beide Teams spielen gut nach vorne, erarbeiten sich einige Chancen und jetzt bin ich gespannt, ob es so weitergeht. Er rennt vorbei, auch nicht schlecht. Das kann nicht wahr sein, ne? Jetzt sind sie am Ball. Kürzer am Ball. Ja, dass sie auch immer Korea gucken. Der Verteidiger stört ihn. Ja, er hat richtig gestört. Oh, der ist Kürze durchgegangen. Der natürlich schön nicht. Dazwischen ja. Cengi Sünder. Das kann nicht wahr sein, dass er ein Tor gemacht hat. So dumm wie das Spiel. Ja. Aber auch nicht besser. In den meisten Fällen. Komm durch da. Podolski. Jetzt kleine Vorlage und. Schießt er ihn rein. Ja, genau bisschen mehr Wumms, ey. Jetzt macht er wieder Pause, du Affe, ey. Unfucking fassbar. Und sollte gar nicht andauernd Pause machen können. Andere darf der immer schön gammeln. Ja. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste. So schießt er denn immer ins Ja. Weil er wechseln will wieder. Und jetzt Doppelwechsel. Bamba. Podolski. Nein! Holt er sich vollkommen problemlos. Das ist teilweise so ein Reinhauen in den Monitor. Konaté wieder kommen den Ball. No way, nicht Smurfing. Ja, da ist der Ball echt weg. Bamba. Nee. Kehrer. Den Ball hat sag mal, was macht ihr verdammtes? Sagte der Gewinner. Den Fernschuss nimmt. Super gemacht vom Torwart. Und jetzt der Schuss. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Dem hierbei. Den Ball kann er abfangen. Oh. Ja, anstatt abzuspielen, gucke ich den Ball an. Nice. Ey. Da gibt es ja, direkt komm. Freistoß. Schnelles Spiel. Dann wieder Ballverlust. Sag mal, wir müssen mal ins Trainingslager. Ja, mach am besten noch ein Tor, ey. Ich denke,
Mehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Der hat auch nur einen guten Spieler und das Balotelli. Das gibt Einwurf. Sag bloß. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Und Vorland. Jetzt müssen sie aufpassen. 8 Minuten. Ein toller Pass. Endlich, ey, da ist das Ding. Zumindest Gleichstand. Vielleicht kommt da noch was. Sie haben ja den Ausgleich geschafft. 1-1. Na, jetzt will er auch noch mal reinhauen. Low, low, low. Und geht den Ball weg. Ja, fein gemacht. Komm. Yes, Motivation Monday. Motivation ist wieder da. Gleichstand. Dem hier bei. Ja. Nee, lieber auf Nummer sicher. Guck mal, dann passiert sowas wieder. Andauernd. Ein Zeit, genau. Nein, nimm mir den Ball weg. Genau. Oh, da sind zu viele. Nicht zu ihm. Spiel ab, genau. Podolski. Ja. Smalling. Jetzt macht er keine Fehlpässe. Balotelli. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Podolski. Was für ein Fehler. Sie machen hier doch noch das Tor. Das könnte jetzt die Entscheidung sein. Richtig verkrampftes Game, das ist so nicht normal. Aber noch sind sie nicht durch. Ja. Was ist das dramatisch hier? Boah, was für ein Spiel. Vorbei, das Spiel endet mit 2-1. Immer auf den letzten Drücker. Ein Sieg heute.